Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Ja, beim letzten Mal waren wir nicht hier, sondern da waren wir im Sumpflager unterwegs und haben da die letzten Aufträge erledigt, die wir momentan dort erledigen können. Und ich war dann einfach mal so frei, hier ins neue Lager zu laufen, denn ich dachte mir, das interessiert euch wahrscheinlich nicht so richtig, wie ich da einfach nur von Punkt A nach Punkt B laufe. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir das, aber ich denke mal, das wird kein Problem sein. Ja, wir haben ja hier noch ein paar Aufträge, die wir erledigen müssen. Und zwar genau genommen einmal Wasserträger für Lefty, Baloros Waffe, Lurker am Damm. Und theoretisch könnten wir auch Aufnahme neues Lager machen, aber ich möchte ja dem alten Lager beitreten. Deswegen lassen wir das einfach. Das wird dann eine der gescheiterten Missionen, genau wie die Aufnahme Sumpflager. Aber das ist ja nicht so weiter schlimm. Ja, wir hatten ja hier für Lefty so ein bisschen Wasser zu den Bauern gebracht, zu den Reisbauern. Und ja, wir haben schon gehört, wenn man da dann nicht wieder erscheint am nächsten Tag, dann wird er so ein bisschen grantig. Und wir waren lange Zeit nicht stark genug, ihn zu besiegen, aber jetzt traue ich mir das durchaus zu, denn ich meine, wir haben 51 Stärke, wir haben eine Axt, die 29 Schaden verursacht und damit sind wir schon ganz gut dabei. Deswegen versuchen wir einfach mal gegen ihn vorzugehen. Das Problem ist, wenn wir gegen Lefty vorgehen, dann mischt sich auch der Reislord ein und wir müssen halt gegen zwei Leute kämpfen. Deswegen, wir versuchen das einfach mal und schauen, wie weit wir kommen. Aber eigentlich sollte das machbar sein. Hey du, ich habe dir doch gesagt, du sollst den Bauern Wasser bringen. Ich mag es nicht, wenn man mir Sachen verspricht und sie dann nicht hält. Ganz ruhig. Tja, und er greift uns natürlich sofort an. Aua. Ich hätte mich... Nein. Okay. Nie wieder. Ja, tu das nie wieder. Ich werde das jetzt laden, denn wenn wir einmal besiegt sind, dann sind wir besiegt, dann können wir dann zählt die Mission quasi als gescheitert, mehr oder weniger. Wir können ihn nicht nochmal ansprechen. Wobei ich weiß nicht, wie das dann abläuft, wenn wir dann wieder ein paar Tage lang nicht zu den Reisfeldern gehen, ob er uns dann wieder aufs Maul gibt. Aber wir versuchen das einfach nochmal, denn eigentlich ist das gar nicht mal so schwer. Hey du, ich habe dir doch gesagt, ich... Ganz ruhig. So, erst verteidigen. Ein Kampf. Aua. Okay, Lefty haben wir schon mal. Jetzt kommt der Reislord noch. Aber ihr seht, wie viel Schaden wir ihm mit einem Schlag gemacht haben. Seht euch das mal an da oben. Also das ist eigentlich gut machbar. Ich muss halt nur das mit dem Kampfsystem wieder richtig hinkriegen. Verteidigen, angreifen, verteidigen, angreifen. Das ist eigentlich eine ganz gute Taktik. Das hat zwar in der Arena nicht so richtig funktioniert, aber hier bei den Gegnern ist das eigentlich gut machbar. Naja. Versuchen wir das doch nochmal. Hallo, Lefty. Na, bin ich noch nicht nah genug? Jetzt. Hey, du. Ich. So. Erstmal. Wieso verte... Ich kann nichts... Ja, nee. Irgendwie, dadurch, dass ich ins Menü gewechselt bin, hat die Steuerung rumgesponnen. Ich konnte mich nicht verteidigen, ich konnte nicht richtig angreifen. Irgendwie war das ein bisschen komisch. Deswegen laden wir nochmal. Ja. Das Kampfsystem in Gothic ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Was nicht heißt, dass es schlecht ist. Es ist halt tatsächlich ein Kampfsystem, wo man... Dass man lernen muss. Es ist nicht so, ja, wir preschen einfach auf einen Knopf ein und machen und wir hauen dann halt da mit dem Gegner eins aufs Maul. Sondern man muss halt wirklich darauf achten, ja, wie greife ich an, wann greife ich an vor allem, wann verteidige ich. Und das kommt halt alles genau darauf an. Und man muss sich wirklich erst dran gewöhnen und man muss irgendwie lernen, dieses System zu meistern. Sonst wird das nichts. Hey, du, ich mag es nicht, wenn man mir sagt... So. Wieso... Okay, das hat funktioniert. Ich habe zwar irgendwie nicht geschafft, mich zu verteidigen. Ein Kampf. Okay, gut. Jetzt wollen wir hier schnell Lefty looten, bevor er wieder aufwacht. So. Seinen blutfähigen Stachel nehmen wir natürlich auch mit. Und ein Messerstab vom Reislord. Okay, nehmen wir alles mit. Ich hoffe, ihr habt jetzt genug. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Ach ja. Du hast mir ganz schön aufs Maul gehauen, Mann. War ein guter Kampf, aber jetzt ist gut.
Das wird dir noch leicht. Na, mein Freund. Mann, was willst du? Ich hatte einen schlechten Tag und suche einen Ausgleich. Halt mal still. Oh, das ist gemein. Ja, also so genau wollen wir nicht sein. Wir haben ihm ja gerade erst hier ordentlich einen von Latz gegeben. Aber ganz so wollen wir ihn auch nicht davon kommen lassen. Deswegen sagen wir einfach mal, dass die Bauern durstig aussehen. Und schaut mal, wie sein Unterkiefer zittert. Oh, hat er Angst vor uns? Die Bauern sehen durstig aus. Ich kümmere mich drum. Mach dir keine Sorgen. Ja, das will ich aber auch meinen. Na, was hat der Reislord noch dazu zu sagen? Du hast mir ganz schön aufs Maul gehauen, Mann. War ein guter Kampf. Aber jetzt ist gut. Das werde ich direkt mal speichern. Diesen kleinen Triumph. Tja, die werden uns nicht mehr auf die Nerven gehen. Ich frage mich, Schläger, hast du noch irgendwas zu sagen? Nö. Ich frage mich, ob ich jetzt hier in die Hütte rein darf. Hey, du, raus nee, hier. Anscheinend nicht. Ich hätte dir auch gerne die Fresse. Na gut, dann wollen wir mal schauen, was Horatio dazu zu sagen hat, dass wir es dem Reislaut doch mal gezeigt haben. Oh, okay, er hat nichts zu sagen. Danke für deine Hilfe, den Dialog hatten wir ja schon. Ich mache ihn einfach nochmal. Danke für deine Hilfe. Nutze dein Wissen für die gerechte Sache. Und nur dafür. Ja, werden wir machen, keine Sorge. Zumindest meistens. Das ist der Damm von unten, den haben wir noch gar nicht so genau betrachtet, ne? Ich meine, klar, wenn da so ein Lurker dran rumnagt und hier der Damm dann bricht, dann kann man die Reisfelder vergessen. Dann verwandeln die sich ganz schnell in einen reißenden Fluss. Naja, wie auch immer, dem Reislord haben wir jetzt gezeigt, Lefty auch. Ich sollte mich aber erstmal ein bisschen heilen. 32 von 24 Lebenspunkten, okay. Moment, wir wollten uns erstmal angucken, was wir überhaupt bekommen haben von den beiden. Was ist denn das? Ein Ring der Lebenskraft. Lebensenergiebonus 10. Aber ich glaube, ich bleibe lieber bei meinem Stärkebonus. Der ist mir dann ein bisschen lieber. Und wir haben Waffen bekommen. Ja, dann einmal den Blutfliegenstachel. Der ist allerdings nicht so gut wie die Axt. Und da ist er, der Herrscherstab. 26 Schaden. Oh, das ist eine Zweihandwaffe. Die erste Zweihandwaffe, die wir in diesem Spiel finden. Schaut euch das mal an. Die halten wir halt mit zwei Händen. Und ja, sie ist halt ein bisschen langsamer als Einhandwaffen und vor allem, da wir mit Zweihandwaffen nicht ausgebildet sind. Deswegen sollten wir doch bei der Einhandwaffe bleiben. Aber das ist eigentlich so eine Faustregel in dem Spiel. Normalerweise sind Zweihandwaffen stärker als Einhandwaffen und sie sind dafür etwas langsamer. Allerdings haben wir jetzt schon eine Einhandwaffe, die stärker ist als diese Zweihandwaffe. Aber das ist ja auch nur eine Faustregel. Ja, ach ja, ich wollte mich heilen, nicht wahr? Moment, haben wir noch irgendwas? Nachtschatten. Lebensenergiebonus 22, das nehmen wir doch jetzt mal. Denn damit kommen wir schon mal auf die 4 hoch. Und dann sind das noch 70, wenn ich mich nicht verzählt habe, oder? 50 bis 100, bis 104 und dann nochmal 20 dazu. Das sind 70, okay. Das können wir doch bestimmt mit gebratenem Fleisch. So, dann haben wir hier 15, 30, 45... 60 und dann können wir noch einmal Waldbeeren essen und dann sind wir wieder voll geheilt. Wunderbar. So muss das doch laufen. Also ihr seht schon, wir können hier uns durch Lebensmittel ziemlich gut heilen. Deswegen die ganzen Tränke möchte ich mir erstmal aufsparen. Essenz heilender Kraft, ja, könnten wir schon benutzen. Lebensenergiebonus 50. Aber ja, sparen wir uns auf, können wir später sicherlich noch gut gebrauchen. Wenn wir dann auch vor allem keine Lust mehr haben, wenn wir dann mehr Lebensenergie haben, wir sind ja erst Stufe 7, wir werden noch einige Stufen steigen und dann werden wir auch ein bisschen mehr Lebensenergie zu haben und das alles mit gebratenem Fleisch aufzuheilen geht zwar, aber das ist halt, das dauert ein bisschen. Naja. Wir waren ja im Sumpflager und haben da von Cypher erfahren, der wohl große Mengen Sumpfkraut kauft. Und dem wollen wir doch mal einen Besuch abstatten. Der befindet sich hier in der Bar auf dem See. Und da wir einmal schon drin waren, obwohl wir jetzt hier die Butlerhose tragen, dürfen wir trotzdem weiterhin rein, was ich ziemlich gut finde. Und dann reden wir einmal mit Cypher. Hier ist er. Na? Ja, trink ruhig auch erstmal aus. Ist in Ordnung. Wie sieht's aus? Wir haben Gomez mal wieder ins Essen gespuckt. 3 tote Gardisten und eine ganze Menge Zeug zum Verhökern. Darauf
trinke ich. Du bist einer von den Jungs, die ständig das alte Lager überfallen. Nein, nur wenn sich eine lohnende Gelegenheit bietet. Ja. Was hast du anzubieten? Die Frage ist doch, was hast du anzubieten? Ich bin nur an größeren Lieferungen interessiert. Balor sagt, du hättest Interesse an etwas Sumpfkraut. Du willst also handeln. Tja, dem hätten wir die große Ladung Sumpfkraut hier von Baal Isidro. War es Baal Isidro? Ich bin mir nicht mehr sicher. Wir können ja gleich mal nachschauen. Den wir auf jeden Fall etwas betrunken gemacht haben und der uns dann seine komplette Ware an Sumpfkraut gegeben hat. Die hätten wir hier komplett an Cypher verkaufen können, theoretisch, wenn wir schon gewusst hätten, dass er sie in großen Mengen kauft. Und hätten dafür, glaube ich, 400 Erz bekommen. Aber so, dass wir sie einzeln verkauft haben, haben wir insgesamt 500 Erz bekommen. Deswegen, das war der bessere Deal. Aber wir können ja mal schauen, was er anzubieten hat. Was hast du anzubieten? Die Frage ist doch, was hast du anzubieten? Ich bin nur an größeren Lieferungen interessiert. Balor sagt, du hättest Interesse an etwas Sumpfkraut. Ach so, das war jetzt der falsche Dialog. Lass uns handeln. Lass uns handeln. Was willst du haben? Ja, was hat er denn Schönes? Jede Menge Erz, 500, das finde ich gut. Ein paar Dietriche. Ja, Heiltränke, Pfeile und sonst nichts Interessantes, zumindest für uns nicht. Ich habe zwischendurch übrigens mal den ganzen Rohstahl und die ganzen Klingen, die wir aus dem Sumpflager, aus der Schmiede geklaut haben, in grobe Schwerter geschmiedet. Also ihr seht, wir haben da jetzt jede Menge. Und ich kann euch einmal zeigen, dass wir hier keinen Rohstahl mehr haben oder dergleichen. Ja, deswegen... Oh, Mulrat-Fett, woher haben wir das denn? Na, egal. Daher können wir jetzt einfach ihm hier ein paar Schwerter geben. Ich würde sagen, wir tauschen die relativ schnell gegen Erz ein, soweit wir das denn können. Denn wenn wir irgendwie Rüstungen kaufen wollen oder so, da können wir halt keine Gegenstände gegentauschen. Deswegen, oder andere Dinge, die wir einfach so im Dialog kaufen können, die wir nicht im Handelsmenü kaufen können, können wir halt nur mit Erz bezahlen. Und da ist es halt praktischer, Erz bei sich zu haben. So, ich scroll einmal ganz nach oben. Wir können natürlich auch direkt mal so hier ein paar Äxte verkaufen, aber ich würde sagen, wir werden erstmal die groben Schwerter los. Ja, weil die haben so schön 50er Wert, beziehungsweise eigentlich haben sie ja einen Wert von 100, aber wir kriegen 50 dafür. Das heißt, wir können einfach 10 davon reinpacken und haben dann genau diese Menge. Aber im Moment, ich möchte mal eben nachschauen, wie viele Dietriche wir noch haben. Wo haben wir die denn? Dietriche, waren die nicht hier irgendwo? Hat doch Verschiedenes? Was ist das denn? Oh, wir haben eine Laute. Oh, da will ich gleich mal was ausprobieren. 12 Dietriche, das ist ein bisschen wenig so langsam. Deswegen packe ich die Dietriche auch noch dazu. Dann brauchen wir noch irgendwie für 30 was. Schauen wir mal. Oder wir tun noch ein grobes Schwert dahin und nehmen uns dann 20 Pfeile dafür. Aber ich bedenke mal, wir kriegen das hier durch den kleinen Kram auch hin, oder? Nagelkeule. Noch eine Nagelkeule. Nun, Handaxt. So, jetzt noch was für 6. Für 6, Moment. Wir geben dir die Keule. Und die Spitzhacke und den Knüppel und dann sind wir genau auf 530. Sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir das doch mal. So. Genau, was ich auch irgendwann mal gelesen hatte. Wir können auch Laute spielen und das bringt uns sogar ein klein bisschen was. Genau wie das Rauchen von Sumpfkraut. Genau, 10 Erfahrung. Ist zwar nicht viel, aber es ist ein sehr cooles kleines Detail. Das wusste ich vorher auch nicht. Ja, das beißt sich jetzt natürlich mal wieder mit der Hintergrundmusik. Aber das ist im Grunde das, was auch irgendwelche Buddler oder so im alten Lager gespielt haben, am Lagerfeuer. Tja, das war also Cypher. Nun gut, ich würde sagen, dann ist noch ein bisschen Zeit für etwas Action. Action! Ja, und zwar wollen wir ja noch hier den Dammlurker besiegen. Oder ihn jagen, wie auch immer. Das geht ja Hand in Hand. Und der befindet sich auf der anderen Seite des Sees. Deswegen begeben wir uns mal dahin und hoffen, dass wir mit dem Lurker klarkommen. Ich bin mir nicht sicher, ob das schon klappt. Denn Lurker sind auch wieder eine etwas stärkere Gegnerart. Aber wir schauen einfach mal. Können wir hier eigentlich irgendwas klauen? Irgendwas mitgehen lassen? Nee, die Reisbauern haben keine Kisten. Tja, dann gehen wir einfach mal hier so raus.
Was haben wir eigentlich im See? Das wäre auch mal interessant. Moment, ich möchte mal eben speichern. Ja, ihr seht, ich habe hier schon ein paar andere Spielstände, die etwas weiter in der Zukunft liegen. Die sind von einer Aufnahme, die leider nicht wirklich was geworden ist. Deswegen spiele ich das alles jetzt nochmal, damit das alles schön wird und für euch gut wird. Und ja, macht euch deswegen keine Sorgen. Was haben wir denn da? Wir haben da unten ein paar Häuser. Und ansonsten scheint da nichts zu sein. Ich würde sagen, die Häuser gucken wir uns doch einfach mal an. Vielleicht ist ja irgendwas Spannendes noch da drin. Ja? Irgendwas da drin? Ich sehe nichts. Oder nein? Okay, ich würde sagen, dann tauchen wir nochmal schnell auf, bevor wir in das andere Haus reingehen. Ah, Luft. Sehr gut. Okay, dann tauchen wir nochmal... Ey, Moment, meine Luftbalken ist ja gar nicht regeneriert. Das ist ja doof, dass ich nicht sehen kann, was der Luftbalken macht. Ich werde mal eben an Land gehen. Vielleicht setzt das hier den Balken komplett zurück. Moment, so. Oder auf jeden Fall gibt uns diese kleine Aktion ein bisschen Zeit, den Balken wieder aufzufüllen. So, jawohl. Jetzt klappt das. Okay, okay, okay. Dann schwimmen wir mal hier runter. Und gucken uns die zweite Hütte noch an. Aber hier scheint auch nichts zu sein. Na gut. Schade. Das wäre cool gewesen, wenn da noch irgendwie was Kleines war, gewesen wäre. Ja, ich vermute mal, das sind die alten Hütten von Homer und dem Reislord. Das könnte gut sein, denn die haben ja den Damm errichtet und waren hier zwei der ersten in diesem Lager. Und als sie dann eben diesen Damm errichtet hatten, wurde eben dieses Tal hier geflutet. Und ich vermute mal, also das hier ist ja sehr tief, das liegt dann noch ein Stück tiefer als der Damm. Aber ich vermute einfach mal, dass hier vorher ein Fluss war, der vor der Hütte auf dem See, also vor der Kneipe auf dem See entlang geflossen ist. Quasi hier drüben so. Denn hier ist es ja auch ein bisschen seichter. Dann könnte das ein altes Flussbett gewesen sein, hier entlang. Und als sie dann den Damm errichtet haben, wurde das Ganze gestaut. Und dadurch ist das Ganze hier in dieses kleine Tal, in diese kleine Kuhle hineingeflutet und hat den See gebildet. Und damit leider auch die Hütten unter Wasser gesetzt. Aber ich denke mal, das hatten sie so geplant, das war ihnen klar, deswegen ist da auch nichts weiter drin. Schade, schade. Na gut. Ey, geh in die Luft bitte. Dankeschön. Dann würde ich mal sagen, da wir den See jetzt auch einmal erforscht haben, kümmern wir uns jetzt tatsächlich mal um den Lurker. Der ist da ganz hinten auf der anderen Seite des Sees, deswegen gehen wir da jetzt hin und schauen uns mal an, was der denn so drauf hat. Tja. Dass hier hinten keiner eine Hütte gebaut hat, ist doch eigentlich gar nicht mal so schlecht hier, oder? Ich meine, gut, man hat ein bisschen weiteren Laufweg zu den Reisfeldern und so, aber eigentlich ist das doch ganz nett. Naja. Ich meine, so am See, dann kann man morgens eine Runde schwimmen gehen und so. Ist doch ganz cool. Ja, da seht ihr ihn. Das ist ein Lurker. Da werde ich einmal drauf speichern. Nicht, dass uns der umbringt. Denn der Lurker bringt uns halt komplett um. Da haben wir nicht noch einen Versuch. Den müssen wir eigentlich so erledigen. Und eigentlich wäre es hier wahrscheinlich ganz cool, sogar mit Pfeil und Bogen vorzugehen. Aber die Möglichkeit habe ich ja nicht. Ich meine, ich habe den einen Langbogen dabei. Da. Aber ich habe keine Geschicklichkeit 20. Deswegen kann ich das vergessen. Und selbst wenn, dann würden wir auch nicht so oft treffen. Deswegen versuchen wir das jetzt einfach mal im Nahkampf. Okay, hat uns anscheinend noch nicht bemerkt. Okay. Oh Gott. Okay, er macht gar nicht so viel Schaden. Aber wir machen gar keinen Schaden, außer bei kritischen Treffern. Oh. Okay, das lief irgendwie wesentlich besser, als ich befürchtet hatte. Das ist cool. Was haben wir denn da? Klaue des Dammlurkers. Lurkerhaut und Lurkerklauen. Sehr schön. Tja, du wirst nicht mehr am Damm nagen, mein Freund. Dann gehen wir mal zurück zu Homer und bringen ihn... Oder Homer? Ich bin mir nicht sicher, wie genau man seinen Namen aussprechen soll. Ich meine, beides erinnert dann irgendwie an bekannte
Gestalten. Also einmal Homer, klar, kennt jeder von den Simpsons. Und einmal Homer, der die zwei Bücher geschrieben hat. Also der alte Grieche. Oh, wie hießen die noch? Also das zweite Buch ist ja die Odyssee. Das ist klar. Mit Odysseus, der dann halt von Troja aus nach Hause reisen will und dann auf seine Irrfahrten kommt mit seiner Mannschaft. Und das Buch davor, das sich mit dem Krieg von Troja beschäftigt, also ich habe die beide gelesen mal, in der deutschen Version. Ich weiß aber nicht mehr, wie es heißt. War es die Ilias? Ich bin mir nicht mehr genau sicher. Auf jeden Fall waren die eigentlich ziemlich cool. Also falls ihr mal die Möglichkeit habt, die zu lesen, macht das ruhig. Sind relativ spannend, tatsächlich. So, ich nenne ihn jetzt Homer. Ich finde den Namen cooler. Ich habe das Biest erledigt. Gut. Ich habe schon zusammen mit einigen von Reislords Leuten die Schäden behoben, die es bisher angerichtet hat. Jetzt kann ich mich endlich mal wieder in Ruhe schlafen legen. Ja, mach das. Ja, cool. Dann haben wir einen weiteren Auftrag erledigt. Und der einzige, der jetzt noch übrig bleibt, ist Baloros Waffe, wo wir ihm so einen ganzen Vorrat an Snacks bringen sollen. Und er wird uns dann dafür irgendwas Cooles geben. Ob das denn wirklich so stimmt oder ob der uns nur verarschen will, das werden wir dann sehen. Ne? Aber ich meine, wir versuchen das einfach mal. Was kann schon Schlimmes dabei passieren? Tja, aber ich würde sagen, bevor wir das machen, gehen wir erstmal zu Laris. Denn wir erinnern uns, wir haben ihm ja die Lieferliste der alten Mine vorbeigebracht. Und sie wollten dann den Konvoi überfallen, der da hingeht. Und vielleicht, ich will diesen Trank haben. Da mit der Goldbordüre den drum, den ich jetzt nicht anvisieren kann. Der erhöht permanent das Leben, das Mana, glaube ich zumindest. Auf jeden Fall der Trank daneben, der erhöht permanent Lebensenergie. Ja, aber ich kann es leider nicht klauen. Also ich könnte schon, aber dann müsste ich hier gegen alle kämpfen und das möchte ich nicht. Ja, genau. Und vielleicht haben die ja schon den Konvoi überfallen und dann könnten wir eventuell was davon abkriegen, oder? Probieren wir das auch einfach mal aus. Wenn denn Laris fertig geraucht hat. Ich habe Diego die Liste übergeben. Gut. Ich habe bereits Leute auf dem Weg zur alten Mine postiert. In diesem Moment liegen Toros Gardisten schon tot im Wald. Schön. Das ging schnell. Also was heißt schön? Ich meine, dass die Gardisten tot im Wald rumliegen, ist jetzt nicht so besonders schön. Aber hey. Sie haben den Konvoi schon überfallen? Was ist mein Anteil bei der Sache? Geh zu Gorn. Er wird dir etwas geben. Ich kenne Gorn. Er ist kein Mitglied der Bande. Er ist ein Söldner der Magier. Ja, das ist richtig. War er an der Sache beteiligt? Es ist nicht gut für dich, wenn du zu viel weißt. Geh einfach zu ihm und hol dir deinen Anteil ab. Also, schön war dann doch eher, dass wir 750 Erfahrungspunkte bekommen haben. Tja, und Gorn beteiligt sich anscheinend bei den Überfällen auf das alte Lager zusammen mit den Banditen. Das ist aber interessant. Da gehen wir doch gleich mal zu ihnen und löchern ihn ein bisschen mit Fragen und holen uns unseren Anteil ab. Aber vorher gehen wir noch zu einer gewissen Person. Nämlich dieser hier, Wolf, und handeln einmal mit ihm. Denn handelst du noch mit was anderem? Ich kaufe Felle und Häute von den Jägern. Wenn du an sowas rankommst, kaufe ich dir die Sachen ab. Der Gute hat Weintrauben. Und da brauchen wir ja zwei Stück für Baloro. Deswegen nehmen wir die mal mit. Hat er sonst noch irgendwas Interessantes? Ein grobes Schwert. Oh, dem haben wir anscheinend schon mal grobe Schwerter gegeben. Deswegen hat er jetzt auch anscheinend kein Erz. Aber Waffen haben wir nicht. Da haben wir da keine guten. Aber wir können ihm ja hier Felle geben. Oder klauen. Klaue des Dammlurker zu viel wert. Ja, nimm doch einfach mal ein paar Schüsseln. Die kann ich sowieso nicht gebrauchen. Warum ist diese Münze auf einem anderen Stack als diese 19 Münzen? Ha. Wir werden es niemals herausfinden, vermutlich. Kavalon-Schlüssel, behalten erstmal. Guck mal, einen Kochlöffel kannst du auch noch haben. Oh, die Amphore ist aber mehr wert, die behalte ich. Aber hier so ein Rasiermesser ist aber auch mehr wert. Ach so, weil wir ihm direkt alle drei gegeben haben. Ja, nee, das wollte ich nicht. Jetzt müssen wir ihm nur noch irgendwie was andrehen, was nur eins wert ist.
Einen Erzbrocken. Komm, wir können es uns leisten. Wir haben so viel Erz. Dann sollst du auch mal einen kriegen. Ja, vielen Dank. Dann können wir jetzt endlich Baloros Waffe vervollständigen, oder? Moment, wie, was brauchen wir denn da? Wir brauchen 5 Äpfel, 2 Flaschen Reisschnaps, 5 Flaschen Bier, 3 Laibe Brot, 2 Käsestücke und 2 Weintraubenreben. Ich bin der Meinung, das haben wir alles. Also, wir brauchen... Moment. So, Bier haben wir definitiv genug. Brot haben wir definitiv genug. Reisschnaps auch. Was wollte er sonst noch? Äpfel haben wir auch genug. Käse, 8 Stück, das reicht locker. 2 Weintrauben. War noch zum Moment, ich muss mal nachgucken. Kurzzeitgedächtnis ist gerade nicht besonders gut. 2 Reisschnaps, 5 Flaschen Bier, bla bla bla. 2 Weintraubenreben, ja. Ich würde sagen, damit haben wir alles zusammen. Das klingt doch schon mal gut. Dann gehen wir jetzt noch einmal zu Gorn. Der sollte ja hier stehen, genau. Hallo Gorn. Ja. Ja, trink du erstmal deinen Wein. Wie kommt es, dass du dich an einem Überfall der Bande beteiligt hast? Wer sagt, dass es so war? Warum hast du sonst so viel von dem Zeug? Denk bloß nicht, dass das alles von einem Fisch zukommt. Du beteiligst dich regelmäßig an den Überfällen? Wenn es so wäre, könnte ich es dir nicht sagen. Lee sieht sowas nämlich gar nicht gerne. Verstehe. Tja, aber wir haben ein bisschen was abgesahnt. Leider nichts besonders Großartiges. Wir wollen das mal hier anschauen. Das ist alles nur Nahrung, was wir bekommen haben. Meine ich zumindest. Sollte zumindest nur Nahrung sein. Ja, ich glaube, wir haben ein paar mehr Äpfel. Wir haben auf jeden Fall mehr Käse. Also ein bisschen Wein. Ja, ein bisschen Nahrung. Ist nicht schlecht, aber ist jetzt halt auch nicht besonders irgendwas, worüber ich mich jetzt so unglaublich freuen würde. Aber hey, ist ja egal. Es ist gerade Nacht draußen, ne? Dann würde ich sagen, dann legen wir uns einmal hin. Dann können wir uns damit auch voll heilen. Und wofür haben wir hier diese Hütte sonst? Dann können wir einmal bis zum nächsten Morgen schlafen. Und damit die Zeit auf eine angenehmere Zeit setzen. Ja, hallo? So. Ja, ich schaue gerade auf die Zeit. Und ich würde sagen, das war es jetzt erstmal für diese Folge Gothic. Ich würde sagen, um Baloros Waffe kümmern wir uns dann in der nächsten Folge und schauen uns hier nochmal dieses tolle Wetterphänomen ein, wo die Kuppel zu sehen ist. Was war das denn für ein Geräusch? Bisschen gruselig. Egal. Oh, jetzt ist es vorbei. Ich habe mich ablenken lassen. Na gut. Zurück bleibt nur die Sonne, die durch diese graue Wolkendecke bricht. Sehr poetisch. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, macht's gut.